Moin meine Wobbelfreunde, kommt zu einem Video. Heute zeigen wir euch, wie das coole Tornado-Outfit bekommt und den Paraglider mit dazu. Und Leute, fliegen jetzt direkt hin, vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen, guckt im Comic-Shop vorbei und let's go. Leute, wichtig, bevor ihr diesen Paraglider-Job bekommt, müsst ihr bei der Wetterstation einige Sachen lösen. Ich zeige euch jetzt ganz kurz meine Codes, dass das Ganze funktioniert. Ansonsten oben rechts ein Video-Link für ausführliche Ausführung. So Leute, hier nochmal die kurze Fassung für das Ganze, damit ihr natürlich auch die Mission bekommt. Ihr geht erstmal zur Wetterstation und müsst diesen Typen hier anquatschen, mit den Sternen bekommt. Ihr findet direkt in der Wetterstation unter diesen Drohnen ganz, ganz easy. Wenn ihr den Job angenommen habt, dann müsst ihr mit diesem Helm, der macht so bieb-bub den Data Head, damit müsst ihr an verschiedenen Orten einmal hingehen. Einmal bei der Brücke, da wo das Faultier ist, ganz wichtig. Dann bei dem blauen Turm, ja, kennt ihr ja, mitten in der Stadt. Dann einmal oben bei der Eishöhle, das Ausrufezeichen, und beim Territorium. Da müsst ihr hingehen und die vier einmal machen. Das heißt, ihr könnt einfach hingehen, ihr seht es hier, drückt dann die Taste 2 und habt dann direkt die Daten sozusagen ermittelt. Auch hier in Hubschrauber könnt ihr einfach die Taste 2 drücken, meine Freunde. Super easy, habt es damit erfüllt. Dann einmal bei der Brücke, wo das kleine Faultier ist, kennt ihr ja bestimmt. Und zum Schluss nochmal Territorium, einfach dort nochmal die Taste 2 drücken. Habt ihr alle vier Daten zusammen. Dann müsst ihr ganz schnell zurück zur Wetterstation, gebt das Ganze ab. Und danach, wenn ihr es erfüllt habt, kriegt ihr, hey, ihr habt es super gemacht, dann kriegt ihr eine Aufgabe bei ja, dieser Fallschirmfrau. Da geht einfach hin, macht einmal den Storm of Lock und jetzt geht's hier weiter. Und jetzt, meine Freunde, gehen wir zum Paraglider. Let's go, Perilous Island. Wo ist der Typ hier? Leute, hier ist der Paraglider-Shop. Das heißt, auf der Karte markiert... Oh, sind wir schon. Ja, welcome to Perfect Parachutes. Ja, hallo, welcome, welcome. Ja, ja, genau, sag, ich bin von den Wobbly Klima Club. Ja, da bin ich. Genau, da bin ich. Genau, die fragt mich jetzt, ob ich mit dem Paraglider über die See mit dem Sturm irgendwie fliegen will. Meine Freunde, natürlich will ich das. Let's go. Leute, falls ihr wisst, wo das ist, wenn ihr bei der Wetterstation alles gemacht habt, einfach zum Paradise Island hinfliegen, habt ihr eine schöne Karte neben der Flugbahn, habt ihr eine schöne Zeichen, Perfect Parachutes. Jetzt reden wir nochmal mit der und bin gespannt, wie es oben Flugzeug aussieht. Oh mein Gott, let's go, let's go. Okay, Leute, für die Quest müsst ihr ganz unten Storm auswählen. Zack, und jetzt geht's los. Oha, einfach im Flugzeug. Das ist cool. Listen up. Ja, ich hör zu, mein Freund. Was hast du? Okay, der Pilot muss erstmal die Höhe erreichen und danach geht's los. Achso, wir brauchen den Data-Helm. Ah, wir brauchen den Datum oder was? And don't forget to take a read on your insight from the storm. Okay, wir müssen also in das Auge vom Sturm stehen, meine Freunde. Okay, okay, kriegen wir hin. Let's go. Okay, wir brauchen immer diesen Kopf jetzt, meine Freunde. Ich brauche den Kopf hier. Okay, ah, hier können wir uns einen nehmen. Warte mal, F. Ah, nice. Und ich brauche den hier. Gib mir den. Ah, okay, Leute, wir sind voll... Oh Gott, was ist hier los? Leute, wir sind ausgerüstet. Wir haben jetzt diesen Bip-Bip-Pop-Kopf und einmal unseren Rucksack mit dem Fallschirm drin. Oh Gott, ganz schön hügelig hier. Was geht hier ab? Oh, Mann. Der Pilot has spotted a storm. Oh, der Pilot hat einen Sturm gefunden, meine Freunde. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Worauf wartet ihr? Ja, wir müssen warten, bis wir da reinschwimmen können, mein Freund. Ist doch klar. Genau, also sagt es, Leute, bitte warten, bis das grüne Licht angeht. Das grüne Licht müsste da oben ist das grüne Licht. Okay, hier steht nämlich noch wait, das heißt nicht vorher rausspringen, meine Freunde. Wartet, bis das grüne Licht angeht und dann springen wir erst raus. Genau da oben ist es. Oh, die Luke öffnet sich. Oh mein Gott. Leute, die Luke öffnet sich. Jetzt müssen wir warten, bis das grüne Licht angeht. Oh, Mayday, Mayday, Mayday. Haltet euch alle gut fest hier. Okay, Leute, haltet euch jetzt bereit. Wir müssen warten, bis grünes Licht kommt. Und dann springen wir erst raus in Auge des Sturms. Und dann hoffentlich haben wir alles geschafft. Leute, nicht vergessen, wir müssen im Sturm was scannen. Mit der Taste 2 aktivieren wir den Hut. Und mit der Taste 3 aktivieren wir diesen Paraglider. Also, Leute, wir müssen jetzt beides zusammen machen. Hoffen wir schaffen es hier im First Try. Oh mein Gott, wird da richtig spannend hier. Get ready. Ja, ja, ich bin bereit, bin bereit. Ich warte auf dein gutes Signal, mein Freund. Und. Jetzt! Jump, 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 jump! Und aufmachen die Luke! Shift ist Boost. Okay, Leute, wann kommt die 2? Ich muss hier irgendwas scannen. Okay, wir sind im Tornado drin, meine Freunde. Wann kommt mein Beep? Jetzt! Ich brauche meinen Helm! Wann kommt der Helm? Jetzt! Ich kann scannen! Durch die 2, durch die 2, durch die 2! Oh, er scannt, er scannt, er scannt! Ja, wir haben es! Perfekt, Leute, ihr müsst so mitten im Sturm ungefähr sein. Und dann kommt der Hut raus und dann könnt ihr Taste 2 drücken zum Scannen. Ja, nice. Und jetzt fliegen wir gemütlich runter, würde ich sagen. Let's go. Whee. Oh, wird schwarz. Wir haben es nicht überlebt. Ups. Oh, im Krankenhaus. Ja, moin, ich war nur falsch umspringen. Alles cool, kein Problem. Leute, wir sind kerngesund als Wobblies. Wir dürfen wieder gehen.
danke dir, Bro. Leute, wir sind jetzt hier gesund entlassen worden und müssen jetzt zurück zum Woblev Klimaclub und die geben uns jetzt ein Geschenk, hoffentlich. Also, let's go, hinter. So, Leute, wir fahren jetzt unter dem mythischen Couch ab zum Woblev Klimaclub. Wenn ihr nicht die Couch gefunden habt, meine Freunde, oben rechts verlinkt den Infobutton, findet ihr alle Secrets. Das Ganze funktioniert, viel Spaß damit. Die Couch müsst ihr euch unbedingt holen, meine Freunde, die ist mega gut. Und wir sind jetzt wieder, ich würde sagen, bis gleich. Leute, wir sind jetzt am Start jetzt bei der Wetterstation. Ihr wisst, die ist direkt hier unten rechts hier, wenn ihr Eispick seht ihr. Und rechts unten haben sie jetzt hier schön diese Wetterstation hingebaut. Und jetzt gucken wir einfach mal, was es uns hier gibt. Also, let's go. Genau, hier links, da ist schon der Stern. Wunderbar. Moin, mein Freund. Ich hab hier alles noch nicht, was du gesagt hast. You did it. Yeah, yeah, I did it. Okay, das ist genau das, was er gebraucht hat. Alright. Okay, okay, macht jetzt irgendwelche Daten im System hier rein. Okay, mach mal. Simulation running. Ah, okay. It's working. Alles klar, er hat's geschafft. Wunderbar. Sehr gut. Ah, jetzt können wir das Wetter verändern. Lol, free? Ist alles free? Okay, cool. Ich will natürlich die Sonne haben, meine Freunde. Sonne, let's go. Ah, jetzt können wir mit der Wobbly-Wettermaschine das Wetter verändern, Wobbly Life. Das ist ja cool. Sehr gut. Leute, da könnt ihr euch auch bestimmt auch Regen und Blitze machen für das Geschenk. Sehr gut. How cool was wird? Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Was? Sonst ist immer frei, ansonsten kostet der ganze Spaß immer $200. Boah, ist die Abzocke hier. Okay, aber müssen wir mit leben. Gar kein Problem. Okay, okay. So, danke fürs Helfen. Ich bin der Beste. Und, es haben wir den Paragleiter ausgerüstet. Wunderbar, es haben freigeschaltet. Sehr gut. Leute, jetzt haben wir den Paragleiter freigeschaltet. Und jetzt müssen wir nochmal zum Tornado rein. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Tornado-Outfit bekommt. Jetzt passt gut auf. Wir treffen uns wieder bei der Paragleiter-Frau. Also, let's go. Leute, wichtig, es ist weitaus einfacher, ein Propellerhut anzuziehen. Da kriegt ihr einfach gleich das Tornado auf. Man kann es auch ohne machen, aber ich zeige das Ganze mit Propellerhut, dass man das Ganze etwas einfacher. So, den ziehen wir uns einmal an hier. Let's go. Und natürlich auch das neue Outfit, den Paraglider. Yay. Da würde ich sagen, jetzt gehen wir zu der Paraglider-Frau ein bisschen nochmal in den Sturm fliegen. Dann treffen wir uns im Flugzeug wieder. Also, let's go. Wir sind jetzt wieder im Flugzeug. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis die Klappe aufgeht. Das Coole ist, wenn wir den Propellerhut haben, können wir direkt rausspringen, wenn die Klappe aufgeht. Und müsste ich auf das gute Signal warten. Dann zeige ich jetzt, wie das Tornado-Outfit bekommt. Also, let's go und viel Glück. Guck mal, Leute, da ist das Boot. Seht ihr das Boot? Und da müssen wir landen. Da ist es wichtig. Das heißt, das Flugzeug jetzt eine ganze Runde. Und danach müsst ihr da auf Land. Das heißt, ihr müsst jetzt ohne Hut ein bisschen warten. Mit Propellerhut können wir einfach hinfliegen. Und Leute, seht ihr, guck mal, ich habe einen orangenen Gleiter und einen Rucksack. Und mein Freund, der hat einen schwarzen Rucksack und Gleiter. Das heißt, wenn ihr das Outfit umfährt, hat der Gleiter auch eine andere Farbe. Und von daher ziemlich cool. Und ihr könnt hier einfach ja, eure Farbe der Wahl auswählen. Und habt viel Spaß damit. Jetzt geht's los, Leute. Alles heißt, raus hier. Raus hier und... Okay, Leute, ihr seht, da vorne ist das Boot, da müssen wir jetzt hinfliegen. Das heißt, mit Propeller bleiben wir einfach auf der Höhe, das ist ja ziemlich cool. Ich habe gemerkt, ich bleibe auf der Stelle stehen. Ihr müsst auf jeden Fall Shift drücken und mit der Shift-Taste kriegt ihr so einen Boost. Und dann könnt ihr ganz easy peasy zum Boot einmal rüberfliegen. Da ist es, da ist das Boot, meine Freunde. Das heißt, ihr öffnet erst den Gleiter, dann aktiviert den Propellerhut, meine Freunde, und dann drückt ihr die Boost-Taste. Dann seid ihr einmal hier da. Let's go. Hui. Das ist so cool, Alter. Mega gut. Ihr seid hier. Yes, wir haben es geschafft. Hier ist das Boot, meine Freunde. Wir sind auf dem Boot. Sehr geil. Leute, jetzt müssen wir aber hier hoch. Einmal hoch hier. Wisst Bescheid. Immer als in der Höhe. Ah, hier hinten ist jemand. Oh, hallo, mein Freund. Hallo. Wer bist du denn, einsamer Angler? Wer ist er denn? I love storms. Er liebt die Stürme. Haut da raus. And this is a big one. Das heißt, es ist ein richtig großer Sturm. Und, ah, so bekommst du das Tornado-Outfit. Oh, cool. Vielen Dank. Das ging ja super easy. Yeah, 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 yeah. Mein Freund hat es geopfert. Ich werde auch einmal sterben, meine Freunde. Guck mal, das ist Tornado-Outfit an. Würde ich sagen, let's go. Das war ja über easy. Das heißt, Leute, ohne Propellerhut müsst ihr warten, bis ihr über den Schiff seid. Springt da einfach raus. Und mit Propellerhut könnt ihr einfach hinfliegen. Super easy. Wir sind jetzt an mein Haus angekommen. Oh mein Gott. Okay, danke für die nette Fahrt hier, Officer. Vielen Dank. Und Leute, guck mal, das Tornado-Outfit an, wie geil das aussieht. Also, let's go, let's go. Komm, komm. Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht's aus? Wir gucken uns das Outfit an. Wo ist es? Bestimmt wieder ganz unten. Und ja, hier ist es. Lol. Leute, hat sogar eine Animation. Oh, cool. Hat der. Haben wir auch. Oh, ich bin einfach ein Tornado. Guck mal, wie ich aussehe. Oh mein Gott. Einfach ein Tornado. Sieht mega cool aus. Lol. Leute, guck mal. Tornado schwarz, Tornado grau in weiß. Sieht es gut aus, meine Freunde. Alter, geil. Ey, Tornado, bist du dick?
dann lasst ihr mich durch. Leute, ich hoffe, das Video hat euch geholfen, wie es zu nahe bekommen. Wenn es mir geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like am Start für weitere coole wilde Pommes-Videos. Vielen Dank an den helfenden Tornado im freshen Polizeiauto. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Guckt beim Pommes-Shop vorbei. Haut da rein und ciao.